Ja, das sieht gut aus. So, dann kurz durchlaufen, durchreparieren. Ich hab dich im Visier. Gut, sehr schön. Vor allem, sie kaufen jetzt eher und schmeißen die Sachen nicht wieder hin, ne? So, so. Die Regale hier fehlen noch, ne? Gut. Alles durch, alles gut, alles in Ordnung. So, kommen Sie rein, kaufen Sie, meine Kinder, kaufen Sie. Sie werden sich bereuen. Schauen hier so viel auf Lager, du. Ja, mein Lager ist auch gleich wieder scharf. Warten Sie noch kurz, bevor Sie klauen, wenn es wegfrittiert. Entweder von mir oder von der Alarmanlage, das können Sie sich dann selbst aussuchen. Oder ich steche sie ab, wie wär's? Siehst du mal, die kommen in unserem Merch wieder zurück, was sie von uns haben. Echt cool. Schon kackendreist, ne? Da steht ein Ladenbesitzer vor der Tür mit dem Schwert und einem Blitzzauber in der Hand. Und die ist so blöd und klaut auch noch. Hab sich abgemerkt. Auch Kleinvieh macht Mist. Auch der Stein hat 25 gekostet, wo ich ihn eingekauft habe. Ist sie nicht scharf. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, die hat gekauft. Die hat auch gekauft. Und das ist niemand mehr im Laden. Oh, Heiltränke. Man kauft wieder Heiltränke heutzutage. Ah ja, ich merke schon. Hallo? Ah, guck, wenn man so viel auf Vorrat kauft, dann braucht man nicht mehr herkommen und irgendwas nachbestellen. Aber weil es langsam eng wird. Das ist von ein paar Artikeln her. Ja, das ist gut. Die Anlage muss nicht scharf bleiben. Es werden bestimmt noch einige Diebe kommen. Sie werden ihr Leben lassen. Und wir werden da sein, um sie zu töten. Oh, das ist aber schlecht jetzt. Wir haben keine Rüstungen mehr hier rumhängen. Hallo, kommen die Dinger? Danke. So. Hosen. Ja, müssen wir auf jeden Fall aufrüsten. Es geht so nicht weiter. Bringt uns nämlich nichts, wenn die Leute da nichts mehr zum Kaufen haben, dann verkaufen wir im Gegenzug auch nichts. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ist doch gerade wer frittiert? Nö, doch gerade. So. Ups. Ah, danke schön, mein Herr, für Ihren Einkauf. Bären Sie uns bald wieder, ne? Ich wollte eigentlich ursprünglich eine Kneipe kaufen, aber ich wurde verarscht. Hier darf nur ein Waffenhandelslager-Ding ins Kirchengeschäft eröffnet werden. Und ja, jetzt müssen wir halt das machen. Ich wollte eigentlich nur eine Kneipe immer öffnen. Eine einzige. Ja, jetzt müssen wir halt hier uns hier so lange durchkämpfen, bis wir uns unsere eigene Wirtschaft eröffnen können. Unsere eigene. Ja, waren das die? Ja, das waren die. Ist noch aktiv, sehr schön. Fehlt hier irgendwo was? Nö. Handschuhe kaufen sie gerade ein, wie blöd. So, dann kann man kurz ein bisschen raus. Guter Junge. Guter Mann. Guter Geschmack. Kaufen sie Waffen und Äxte von Steelboogies. Yo, jetzt geht's Richtung Feierabend, ne? Das Blöde ist, wenn jetzt jemand das klaut, dann ist so ein Mob und ich hau dazu und das ist echt scheiße. Die Alarmanlage ist aktiv. Ups. So, und die Handschuhe sind aus. Jetzt waren sie aber auf Handschuhe ab, du. Ja, ist noch aktiv, gut. Oh, Rüstungen. Zack, zack. 24.000, Alter, was haben wir heute wieder alles verkauft? Krass. Wie viele Erfahrungspunkte es eigentlich wieder gegeben hat? Muss man kurz mal gucken. Warte, so. Fertigkeiten. 8. Huscht, okay, ich habe nichts gesagt. Es war doch wenig. Ich hätte gedacht, das wäre mehr gewesen.
Ich hätte ja gesagt gedacht, wir würden mehr kriegen. Das ist das Einzige, was wo es halt echt ein bisschen schlaucht mit diesen Erfahrungspunkten. Das sind Skillpunkten genau zu sein. Das braucht echt Zeit. Ansonsten macht es eigentlich recht Spaß. Wow, wir haben einen. Achso, nee, haben wir vorhin nicht rausgenommen. Ich dachte schon, wir haben einen verkauft. Ich wollte schon stolz sein. Ja, nicht eine schöne Feierabendmusik. Mhm, da haben wir das, da haben wir das. Ja, wie gesagt, das dürfte es da, das ist halt immer. Jetzt aktuell geht's gerade. Wir haben es entspannt, wir haben es cool, verdienen gutes Geld. Wir sind sauber am Start. Und ja, meine Dame, ich würde Ihnen gerne noch das hier verkaufen. Dankeschön. Hat zwar nicht viel gebracht, aber immerhin etwas. Eine gute Tat am Tag. Sie hat Rabatt bekommen, wir schon öfters da. Genau wie die, oder war das die? Oh verdammt, der hat eine Zwillingsschwester. Nein! Jemand falsches hat Rabatt bekommen. Wollen die sie noch bis zum Schluss kommen? Das muss ich aufpassen. Ich erschrecken, Buggy, die hauen jetzt ab. Die haben auch nichts geklaut, die sind nur gegangen, weil Ladenschluss ist. Ganz cool bleiben, Digga. So. Nachschauen. Von allem 30 immer auf der Kante haben. Vor allem, die kommen nicht nur her, krapschen Zeug an und lassen es wieder fallen, sondern nehmen sie jetzt wirklich mit. Das ist toll. So, da haben wir zwei. Da kommen wir, ja, 32 Klebesteller. Huch. Das waren die Handschuhe, ja. 30 Stück auf jeden Fall. Oder so. 7 hiervon. 7 davon. 7 da davon. Wobei, wir brauchen gar nicht aus der Kante, egal. Schilder machen wir mal 11 Stück. 10, dann machen wir 5. Da 4. Da 19. Müssen ja gleich noch was aufhängen. Dann machen wir 13 erstmal kurz draus. Schuhe machen wir 10. Hier 14. Ich kaufe gerade viel zu viel ein. Als Gefühl. Da machen wir 9. Jo. Da brauchen wir auf jeden Fall einiges. Da machen wir 15 geschwind. Da machen wir 6 draus. Da haben wir noch einiges. Das sind 24. Da brauchen wir auch 6 Stück. So, da brauchen wir 2. Und da brauchen wir 8. Dann halt 9. So, Rohgewinn heute 9000. Macht, das ist okay. Gefällt mir. Müssen wir nur kurz einräumen. Kurz drüben ein bisschen was wieder durchchecken. Dann schauen wir mal, was die Fertigkeitspunkte machen. 9 Punkte, Alter, das ist voll wenig. Wie kommt es eigentlich nur so wenig? Was geht hier ab? Sende einen Kurier zum Magierturm und locke das so mit Magier in deine Stadt. Sende eine geheime Botschaft, damit die Streicher auch in den Laden wandern. Sende eine Notiz eingeritzt in eine Rinde, die weiter zu Druiden in den Laden aufsuchen. Schalte Magiergegenstände frei. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal 200, auch 200, auch 200. 200 Punkte erstmal. Bringt uns ja sonst nichts. So, und dann müssen wir aber eins kurz noch machen. Müssen wir kurz was bauen. Nee. Ja. So. Warum geht es nicht? Okay, dann müssen wir es doch so hinsetzen. Wollte ich jetzt zwar nicht, aber ist egal. Ja, dann machen wir das anders. Dann setzen wir das auch anders hin. Setzen wir das da daneben. So. Zack, 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 zack. Dann haben wir noch 22. Jetzt gehen wir kurz mal durch, was wir mal haben. 30, 31, 39, 32, 20, 25. Nochmal 5 bestellen, bitte. Schwerter passen. 30, Waffen noch nicht so stark gekauft. Hosen können wir vielleicht auch nochmal. Ja, bestellen nochmal 5.
30, 30, 30, 30, 40, 30. Okay, bestellen. So, werden wir nicht jetzt... Oh, da können wir aber im Gegenzug... Warte, müssen wir noch wieder reparieren. Das ist halt wichtiger, warum ich das zwischendurch immer mal kurz mache, weil dann brauchen wir abends immer so viel tun. Vor allem, wir schlafen nicht. Ist euch das überhaupt schon mal klar geworden, dass wir nie pennen? Na? Das heißt, der Typ ist total übermüdet. So, perfekto. Hol mal kurz die Waren hier ab. Und checken dann kurz hier aus, was geht. Haben wir uns kurz ein bisschen anders hinhocken. Und dann gucken wir wieder in den Müll. Und sind enttäuscht, dass nichts drin ist. Aber 130, was ist, wenn wir jetzt da 135 machen? Also 135 kurz erhöhen. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Halt, zurück. Achso, das war schon egal, machen die auf 140. Wir müssen ein bisschen was dran verdienen. So, da machen wir auch 5% mehr. Die anderen, wir machen mal. Oh, 145. Okay, ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir ein bisschen runter. 130. 125, 140, machen wir einmal auf 135. Die werden auch nicht so oft gekauft, ist mir aufgefallen. Die inzwischen auch nicht mehr so stark. Da geht's auch runter. Tränke auch, weil ich weiß ja, dass sie 30% höhere Preise tolerieren. Schuhe gehen so. Rüstung kommt eigentlich gern ein. Oh, Zweihänder eigentlich auch. Da kann man ein bisschen hochgehen im Preis. So, dann haben wir es eigentlich schon. Gut, sehr schön. Und bedenkt mal, da kommt noch Magierzeug dazu, das dazu, Cell dazu. Wo waren wir? War hier nicht irgendwo ein Mülleimer? Ach, stimmt, da drüben im Eck. So. Irgendwann kann man eine Kneipe öffnen. Aber ja, das dauert schon lange. Ich weiß nicht, ob sie das balancen wollen. Zwecks dem Skillsystem. Dich habe ich übersehen. Da kommt er. Hui! Flop. Fliegt der Heiltrank halt aus der Ferne. Was ist das? Feuerresistenztrank aus der Ferne einfach herunter. Ist da oben noch was? Nein, ist nichts mehr. Gut, sehr schön. Ab rein mit uns. Jetzt haben wir da genügend Material da. Zip. Zip. So. Oh, Quest ist erledigt. Stimmt. Können wir mal noch Fertigkeiten, Statistiken. Platten. Von allem eins verkaufen. Ja, das kriegt man hin. So, und öffnen wir die Pforte und laden kurz sichern. Dip, 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 dip. Ein neuer Tag in Steelboogies Gerümpelladen. Auch jetzt werden wir... Wir haben schon Level 20, aber irgendwie gar nichts geskillt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen diese Quests immer aktiv halten. Large Offer. 45 gibt es dafür. Oha. Ich glaube, da kriegen wir die meisten Punkte her. Überhaupt. Aber hier ist alles aufgefüllt. Naja, ich habe es überprüft. Ich kontrolliere über zweimal. Ich bin echt penibel. Ich möchte, dass alles aufgefüllt ist. Nicht irgendwo dran steht so, hey, guck mal, hier gibt es zum Beispiel Volvic zu kaufen. Aber was steht da? K-Classic-Wasser. Yay, that logic. Da, guck mal, die haben offensichtlich mal den gebaut. Mein Herr, ich bin Wachpersonal. Mein Herr, ich bin Wachpersonal. Gut, dass sie kaufen. Sonst müsste ich sie töten. Sie wollen ja nicht sterben. Oder wollen sie sterben etwa? Sehr schön. So, der eine hat hier noch Schüchen gekauft. Dann hat eine Axt gekauft. Das habe ich gesehen. Da müssen wir wahrscheinlich auch mal herkommen auf Munition, ne? Ah, da ist noch ein Schwert. Sehr cool. Freut mich. Weil die, wo eigentlich schon Rüstungsteile haben, den glaube ich eher, dass sie was kaufen. Die, wo nichts haben, da bin ich skeptisch. Habe ich eher die Befürchtung, dass sie klauen.
Weiß nicht, hat die was geklaut? Ich sehe nichts. Okay, er hat gekauft. Also, seht ihr, jetzt gehen sie auch wieder auf die normalen Sachen ein bisschen drauf ein. Ich glaube, das war einfach zu teuer. Wir dürfen die Waren nicht zu teuer verkaufen, sonst haben die keinen Bock mehr. Denken sie so, nö, kaufe ich es bei woanders und dann habe ich es günstiger. So. Na? Ich hoffe, ich habe keinen krummen Dinger vor. Okay, die kaufen beide eins. Sehr gut. Lederharnische, Schilder. Ich bin auch gespannt, ob wir andere Schilder kriegen. Also, das. Ja, doch. Ich sehe überhaupt noch andere Schilder. Geht doch nur diese Holzschilder. Das war schade. Das richtig coole Metallschilder waren geil. Da wieder 10.000, wieder 3.000. 6.000 Umsatz gemacht. Krass. Warum? Warum wolltest du sterben? Du hättest bei mir arbeiten können, Mann. Ich brauch Personal, Alter. Oh, nee. Man klaut ja lieber. Kann nicht wahr sein. Wir könnten natürlich auch mal eins ausprobieren und übelst auf die Masse gehen. Und also wirklich günstige Preise, richtig günstige Preise anbieten, aber halt wirklich voll auf Masse dann gehen. Aber ich weiß nicht, ob wir das kompensiert kriegen. Vom Aufwand her, das muss alles nachgefüllt werden und alles. Ich weiß nicht, was die Roboter alles später können. Okay. Wir haben auch kein Strafgeld gekriegt. Da gucke ich immer gleich unten links drauf, ob uns das abgezogen wird, aber wurde nicht. Komisch. Ah, das ist auch noch ein Schwert. Alarmlage ist immer noch aktiv, finde ich gut. Vor allem der Ansturm kommt erst ja schon wieder, oh Gott. Oh. Schilder. Da fehlt ein Steinchen. Scheiße, da klaut bestimmt gleich wieder irgendeiner. Ich bin voll paranoid jetzt. Mann! Hört auf zu klauen! Jetzt töte ich noch alle. Sogar Kundschaft, die bezahlt hat. Und dann kostet mich wieder Geld. Da haben wir noch davon 11 Stück. Sehr schön. Nee, da kommen die hin, mein Freund. So, ist jetzt ein frittiert. Super, und ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab's nicht mitbekommen, du. Wäre zum Glück noch ein paar Lederschuhe gewesen, aber es muss ja nicht sein. Das ist mein hart verdientes Geld, Mann. Wisst ihr, was ich. Ich habe meinen Titel als Drachenblut dafür verkauft. Damit ich den Laden öffnen kann. Arsch. Wir wissen gar nicht, was es wert ist. Oh, 60 Skill Points, sehr schön. Müssen wir wieder einen Auftrag annehmen. Fertigkeiten, Quests, so. Geht es? Ja, geht. Oh, Helme gehen gerade weg. Sehr schön. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Es sind gerade zu viele Leute hier drin wieder. Die hat gekauft, die auch. Sehr schön. Fehlt's denn hier? Und Äxte fehlen gerade. Ah. Ey, der hat einen Gürtel geklaut. Was wollt ihr?